Pflanzenträger. Okay. Und Schildkröte. Okay. Grasschneider. Ja, mit den Zwillingskarten, da muss ich mich mal noch genauer auseinandersetzen. Da habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Große Motte, guck mal. Kokon der Evolution ausrüstet und fährt dann darauf als gut anbetet. Oh. Aber ich nur noch die kleine Motte. Ja, die haben wir nämlich nicht. Okay. Hätte man eine schöne Dreier-Kombi an Karten, die noch ist. Schon mal noch die Reihe Packs hier raus. 47% aller Karten aus dem Pack haben wir schon. Oder? So. Dann gucken wir mal. Spieler im Wüstenland. Wie die sind. Oh, ne. Ich sehe eine Runde mit Monster opfern. Ah ja, okay. Setze man der Karten. Auch der ist gut. Jetzt sie wieder verdeckt. Okay, Gelfried Eisenritter. Den können wir dann wieder Befreiung verstärken. Das sind schon mal sehr, sehr gute Karten. Zwillingskarte? Ja. Okay. Schattenleichen Flatterer. Diese Monsterkarte dann Friedhof. Okay, also können wir so ein schönes Finsternis-Deck tatsächlich zusammenbauen. Freier Laster der Drache. Angriffsziel. Eine Karte abwerfen. Oh, okay. Roulette. Noch eine große Motte, okay. Ja, da gibt es schöne viele Karten hier. Elektrische Schlange. Und ja, die Böse. Da gibt es so viele neue Karten, die kenne ich alle gar nicht. Okay, ach guck mal. Angewandte Monster, jetzt haben wir ein paar neue Monster Packs heute auch gleich ein paar shoppen. So. Mal gucken. Jetzt haben wir da alles bekommen. Kakerlake jetzt, ja, okay. Ja, das sind dann schon die etwas höherwertigeren Karten. Großes Auge. Gewünschte Reihenfolge, okay. Gleich Imitator Level 1. Oh. Sehr geil. Boah, Thun-Karten, geil, die sind auch drin. Beulen-Ungeziefer, okay. Dunkler Imitator Level 3. Majunkatze. Oh, okay. Geringerer Unterhändler. Zeremonienglocke. Ah, okay. Tollschütze. Ah, das sind mal sehr interessante Karten auf jeden Fall. Da kann man einiges anstellen mit. Okay. Gut. Aber jetzt erstmal ein paar Karten geshoppt. Decks zusammenbauen, das können wir bei Gelegenheit dann mal machen. So, wir speichern mal. Ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Tja. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmerunde zu Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4 wieder. Bis dahin, bye bye. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4. Ich freue mich. So. Kurz umstellen. So.
Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mir hier noch ein paar Karten holen. In der Hoffnung, dass wir 50% erreichen und dann das nächste Pack aufgeht, vielleicht sogar. Mal gucken. Ich hätte nämlich gerne noch ein paar Synchro-Karten. Okay. Oh, eine weitere Toon-Karte. Sehr schön. Läuft in meiner Aufnahme. Ja. Perfekt. Wunderbar. Ja. So, ach, Clownsgriff. Okay. Ah, da können wir uns ein paar schöne Decks zusammenstellen. Und noch Blue Monster. Sehr geil. Michi, die Karte in Single. Wird getauscht, okay. Aber wir haben schöne viele Monster. Da kann man mal eine schöne Special-Folge machen eigentlich. Wo wir. Also was heißt Special-Folge, eine etwas längere Folge dann, wo wir uns nur hier Decks zusammenschrauben. Ja, wir haben ein neues Pack. Meistermonster. Okay, kostet 160 Punkte, ne? Ja, gucken wir doch gleich mal, ne? Wo soll das Schönes rauskriegen? So. Weißer Schocker. Krabi-Stoßdrache. Okay. Der Gegner kontrolliert. Maharabi. Da sind so viele Drachen, aber die kenne ich noch gar nicht. Oh, Donnerdrache, sehr gut. Können wir schnell eine Fusion erreichen mit Quasade Raffgier. Ich meine, jetzt ihre Stufe mal 300. Stufe des Monster wird Stufe Nummer 2. Das ist der Kampf zerstört. Also 2100. Das heißt, wenn ich jetzt ein 6 Steiner Monster zum Beispiel zerstören würde mit dem, würde ich nochmal 1800 Angriffsverteidigung draufkriegen. Alter, das ist völlig übertrieben. Oh. Geil. Ah, oh, da können wir uns ein schönes Deck zusammen basteln, auf jeden Fall. Da können wir richtig schön basteln. MS da unendlich. Okay, da können wir jetzt auf jeden Fall was Schönes zusammenschrauben nachher. So viel ist sicher. So, wir gehen jetzt aber mal noch ein paar Duelle bestreiten. Gehen wir mal hier zum Crow-Schlupfwinkel. Gehen wir mal dahin. Na gut, aber doch den ersten. Wolsten. Hey, Elpechanei. Ach, du fragst dich, woher ich deinen Namen weiß? Ich bin nur neugierig, weil du immer hier abhängst. Scheiße, Bolzen. Schön, dich kennenzulernen. Was, du bist ganz alleine? Bringt nichts, dass nur wir zwei uns unterhalten. Bring doch mal jemanden mit. Okay, ey. Oh, Karten. Alchemiezyklus, okay. Edith. Hey, stimmt das nicht? Doch, alles okay. Okay, auf geht's. Ja, ihr hört schon an meiner Stimme und an meiner Stimmung. Vor allem, mir geht es etwas besser jetzt. Seit der letzten Aufnahme ist zwar genau ein Tag vergangen, aber trotzdem. Ich habe mal gut ausgeschlafen, es geht besser. Da hat man auch gleich wieder mehr Bock aufzunehmen. Okay, keine Synchro- und Fusionskarten. Aber ich kann ja immer noch Ritualkarten im Deck haben. Ritualmonster kommen ja nicht aufs Side-Deck. Feng Shui Meister der 1 Barriere. Ich lebe nur eine Karte von der Nase ab, bis du deine Tod registrierst. Okay. Ah, das war die Synchro-Stärkung. Cyberheil. Ohne das Gebot anzubieten. Oh. Spezialbeschwörung. Tiefsee-Kiemen-Schlitz-Aal. Okay. Das könnte man mal machen. Und zwar
zwar zack. Eine Spielfeldzauberkarte aus dem Deck holen. So, genau. 200 Angriff Verteidigung und die Stufe wird um 1 reduziert. Zack. So. Dadurch können wir gleich schon Cyber erholen. Hehe. Zip. So. Achso, das war das, ja. Von einem Friedhof und das wäre ein Tausender weniger. Ja, nee, da hat er mehr. Okay. Achso, nee, wir haben eine normale Beschwörung gemacht. So, dann setzen wir die mal. Und beenden mal den Zug mal. Ja, dann ziehen wir. Ich werde das jetzt immer durchskippen mit den Aktionen. Ja, ja, natürlich macht man den Spielfeldzauberkarte kaputt hier. So. Warum holst du den Angriffsposition genau? Was? Halt, warte, jetzt lass mich nochmal durchlesen hier. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen, wenn sie dies mit diesem Effekt tut. Wieder Kampfschaden halbiert, wenn sie dann gegen was ist, ich hab's ja schon gehört, dann offen hat permanente Zauber. Anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Aha. Okay. Zerstöre das angreifende Monster, jawohl. So, dann hätten wir 8 Sterne. Haben wir die 8 Sterne Monster? Nee, ne? 7. Oder ein 6er. Nee, es ist ein Krieger. Verdammt. Das sind eh keine. Der wäre ein Empfänger. Utrikarias. Setzen wir den mal. Ich habe die Sakuretsu-Rüstung noch. So, aus seinem Monster. Aus ihrem Monster machen wir gleich mal Kleinholz. Tschüss! Das hat gar nicht wehgetan. Das war jetzt eigentlich zu erwarten, dass er das macht. Dadurch kann sie jetzt quasi 6 Monster aufs Feld legen, aber trotzdem nur mit 5 angreifen. Das die Karte jetzt als Zauberfallenkarte behandelt wird. Aber das ist nicht weiter wild. So, bringen wir es schnell hinter uns. Ja, dann machen wir das. So, gib alles. Riesenratte. Zombie-Karte. Hallo, keine Zombie-Karte. Kann man auch gut mit dem Zombie-Deck kombinieren. Angriff los. Ja, 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 ja. Ja, aber hallo, aktiviere ich die, kannst du mal wissen. Schöp. Ah, so hat sie die Zerstörung umgangen, okay. Also war meine Quasi-Karte jetzt quasi nutzlos. Ich werde das Besitzers zurück, aber dann sind 200 Angriffe und Verteidigung. Oder weniger. Eine Perma. Ah, eine Perma. Okay, setzen wir den mal. Er wäre ein Empfänger. Da hätte ich aber 8 Sterne. Egal wie ich es drehen wende, es wird nicht passen. Klappt.